Hallo Leute, mein Name ist HotzST und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem siebten Teil meines Kajak-Wildwasserführers durch Griechenland. Bisher führte uns der Weg an den Miliapotamos jedes Mal durch Kalampaka. Wir fanden jedoch nie Zeit, die Meteora-Klöster zu besichtigen. Ich habe dies ein anderes Mal nachgeholt. Wenn ihr es euch einrichten könnt, kann ich euch nur empfehlen, wenigstens eines der Klöster mit einem Führer zu besuchen. Der Miliapotamos hat zwei Abschnitte, wobei der obere von Kranea nach Mikrolivado etwas Wasser braucht, was bedeutet, dass ich ihn nie gepaddelt bin. Man kann aber auch erst in Mikrolivado einbooten und den schwarzen Canyon bis Spileo genießen. Von Kranea nach Mikrolivado führt eine gute Straße im gleichen Tal, aber abseits des Flusses. Der mittlere Einstieg befindet sich an der Brücke von Mikrolivado nach Monoati. Um zum Ausstieg zu gelangen, nimmt man von dort die gut ausgebaute Straße nach Trikomo und von da an weiter den Venetikos hoch nach Tsakas. In dem Dorf zweigt man nach Spileo ab. Quer durchs Dorf und etwa 2 Kilometer weiter zweigt eine Schotterstraße ab, die hinunter zum Fluss führt. Der Miliapotamos ist einer jener Flüsse, die keinen lokalen Namen haben, und er wurde somit von den Erstbefahrern Apfelbaumfluss getauft. Dieser Fluss hält kontinuierliches Wildwasser im 4. Grad in einer herrlichen Landschaft bereit. Nehmt euch also die Zeit, diese Schönheit wie auch das spannende Wildwasser zu genießen. In der Mitte der Schlucht gibt es 2 Katarakte, die besichtigt werden sollten. Nach einer Linkskurve stürzt das Wasser in die Achillesferse auf einen harten Stein. Die Stelle kann rechts gefahren oder leicht umtragen werden. Der Blaupilz ist etwas einfacher, kann aber ebenfalls rechts umtragen werden. Kurz danach mündet der Perivoliotico ein und kann die Wassermenge verdoppeln und den Paddelspaß bis zum Ende erneuern. Der Flusscharakter kann sich dadurch von einem technischen Bach hin zum Wuchtwasser ändern. Wenn sich die Schlucht in einen Talkessel öffnet, sind es noch ein paar Kilometer bis zum Ausstieg. Für mehr visuelle Eindrücke empfehle ich euch meine beiden Videos von unserer Befahrung im 2015. Wie immer findet ihr die Koordinaten und weitere nützliche Hinweise in der Beschreibung unten. Der Ausstieg zählt zu den beeindruckendsten überhaupt. An einer steinernen Brücke, direkt bevor der Fluss in einem mehrere hundert Meter hohen Felsspalt verschwindet, muss man raus. Direkt hinter der Klamm stürzt das Wasser hinab in den Venetikos. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich sehe euch in der nächsten Folge.